Wir haben heute im Dialog zwei Experten zum Thema Generationswechsel und Unternehmensnachfolge. Hier sitzen Peter Krötenherd aus Leipzig und Rainer Krumm aus Ravensburg. Hallo zusammen. Hallo. Erste Frage, gleich zu Beginn. Was kann ich mir jetzt überhaupt unter dem Begriff Nachfolge vorstellen und wie relevant ist das Thema heute aus Ihrer Sicht? Da darf ich gleich mal beginnen. Herzlich willkommen auch von mir aus Leipzig. Unternehmensnachfolge. Extrem relevant, weil, wenn man mal bedenkt, wann viele Gründungen stattgefunden haben in den neuen Bundesländern, gerade in den 90er Jahren, wir haben jetzt 20, 30 Jahre später, dann ist das Thema höchst relevant, weil die Firmen, die sich richtig gut entwickelt haben, wo auch Potenzial da ist, auch Mitarbeiterpotenzial, gilt es am Leben zu erhalten und da sind die Kinder, wenn es welche gibt, längst bereit und in der Lage, das Unternehmen zu übernehmen. Wie denkst du, siehst du das, Rainer? Also relativ ähnlich in Baden-Württemberg oder auch Bayern. Unheimlich viele Unternehmen sind gerade kurz vor dem Wechsel, haben den vielleicht auch gerade schon initiiert, aber noch nicht wirklich durchgeführt oder sind eigentlich längst überfällig. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, wann müssen wir sowas angreifen. Also viele machen sich viel zu spät Gedanken und es sind gigantische Anzahlen von Firmen, die zur Unternehmensnachfolge anstehen. Und im Mittelstand gilt es einfach zu gucken, dass das, was da mühsam aufgebaut worden ist, wo Lebenswerk drin steckt, das auch für die Zukunft zu erhalten. Und wenn es nicht biologisch ist, dann werden wir sicher im Gespräch darauf kommen, dass es auch noch andere Lösungen gibt, solchen Unternehmen eine Zukunft zu geben. Was wären dann beispielsweise solche möglichen Szenarien einer Nachfolge? Also der Klassiker ist natürlich, die ältere Generation übergibt dann die Kindergeneration. Also entweder Papa an Tochter oder Sohn oder Mutter an Tochter oder Sohn oder an mehrere Geschwister. Das ist der Klassiker. Die Frage ist aber natürlich auch immer, sind die überhaupt geeignet? Wollen die das überhaupt? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Aspekt. Also das ist der Klassiker. Aber es gibt natürlich auch noch andere Varianten, intern oder extern. Ja, wenn zum Beispiel der Junior oder die Junioren nicht so ganz wollen oder nur einen Teil abdecken können, könnte man ja auch gucken, gibt es in der Firma Mitarbeiter, die sich über die Jahre in bestimmte Prozesse so hineingearbeitet haben oder vielleicht auch schon Prokura haben, schon gut eingebunden sind, dass die auch diese Firma übernimmt. Entweder mit einem Teil der Familie, die jetzt generationsmäßig herangewachsen sind, oder auch alleine oder in einer Gruppe aus der Mitarbeiterschaft heraus. Und das sind natürlich dann schon auch interessante Herausforderungen, weil der Übergeber, nennen wir ihn mal so geschlechtsneutral, traut häufig seinen eigenen Mitarbeitern so eine Aufgabe nicht zu. Ja? Der kann das doch gar nicht, der hat das doch noch nie gemacht. Mhm. Ja. Und es gibt noch zwei weitere Varianten. Die eine Variante ist die externe Vergabe. Das heißt, ich suche mir jemanden, der noch nicht in der Firma ist und dann verkauft quasi diese Firma. Und die vierte Variante, die speziell bei kleinen Firmen oft auch in Betracht gezogen ist, ist schlichtweg die Schließung. Das heißt, man macht das Geschäft, die Firma dicht. Im Einzelhandel merkt man das sehr, sehr häufig, wenn es kleinere Läden sind, wenn dann die nächste Generation nicht übernehmen will oder will niemand übernehmen oder es ist vielleicht auch nicht so lukrativ, dass man sagt, es lohnt sich wirklich, dass dann schlichtweg Schluss gemacht wird. Und spannend ist, dass in diesen ganzen Aspekten wir das Wort Szenario so gravierend einbringen ist, dass man sich gemeinsam hinsetzt und diese potenziellen Lösungsmöglichkeiten einfach mal überlegt. Wenn man das macht, was passiert dann? Wenn man das macht, was passiert dann? Vorteile, Nachteile. Weil der Aspekt, für den man sich den Weg, für den man sich dann entscheidet, kriegt schlagartig ein ganz anderes Gewicht, weil man die anderen Dinge bewusst ausgeschlossen hat. Und in neuerer Zeit gibt es ja noch ganz andere Kombinationsmöglichkeiten. Man tut sich zusammen mit einem Start-up oder zwei, drei nachfolgewürdige Firmen tun sich zusammen und es entsteht was völlig Neues. Also da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten, die viel zu wenig gesehen werden. Und diese Szenariotechnik nutzen wir bewusst dazu, einfach mal verschiedene Konstellationen wirklich mal durchzudenken, auch Szenarien durchzudenken, die vordergründig, wo man sofort sagt, vielleicht da, um Gottes Willen, es kommt überhaupt nicht in Frage, aber zu sagen, nein, wir denken das mal wirklich ganz radikal durch. Wenn wir hinterher feststellen, genau deswegen wird es das auf gar keinen Fall, haben wir auch eine Klarheit. Also manchmal ist es gut zu wissen, okay, das kommt überhaupt nicht in Frage, als dass wir das von vornherein, ach nee, das wollen wir nicht und so weiter. Also wirklich mal ganz breite Handlungsfelder ausrollen und dann zu entscheiden, was kommt überhaupt in Frage. Und was meinst du, Rainer, inwieweit, wer sollte da dabei sein? Der Unternehmer, der Übergeber, sicher.
der potenzielle Übernehmer, wenn schon klar ist, dass es vielleicht keinen biologischen Übernehmer gibt, dann vielleicht einen betrieblichen. Ganz verrückt wäre es ja, wenn man vielleicht auch jemand aus der Mitarbeiterschaft heraus ist, aber das ist schon sehr kühn, weil dann gehe ich ja schon in die Transparenz, dann muss ich gedanklich schon sehr weit sein. Aber es wäre die vernünftigste Variante, weil, wenn es um die Zukunft der Firma geht, sind alle die, die irgendwo die Beteiligten sind, oder besser gesagt die Betroffenen, auch mitmachen zu lassen, wenn es darum geht, nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, den Kreis kann man zunehmend auch erweitern. Also erstmal vielleicht nur mit dem bisherigen Eigentümer, um das dann langsam zu erweitern, zu gucken, okay, wer kommt in Frage, wer kommt nicht in Frage, wo braucht man vielleicht auch Experten steuerlicherseits, rechtlicherseits, um Szenarien mal wirklich auch abzuprüfen, ob die oder wie die wirklich aussehen können. Okay, da bin ich schon ein bisschen geschossen jetzt. Okay. Was waren denn Ihre interessantesten Erfahrungen, wenn Sie jetzt an ein konkretes Beratungsbeispiel bei Nachfolge zurückdenken? Also eine Situation, die bleibt mir mit Sicherheit immer im Gedächtnis, ist, und das ist, ich glaube, unsere Hauptkompetenz, wo wir unterwegs sind, immer die Themen, die emotionale Seite zu beachten. Sehr viele Beratungs- oder Unternehmensnachfolgeprojekte werden eben steuerlich, rechtlich bedacht, aber nicht familiär und nicht emotional. Und ich hatte die Situation, dass quasi im Rahmen eines Familienworkshops so die Emotionen hochgekocht sind, dass die Mutter weinend auf dem Parkplatz draußen stand und ich habe ihr nach einem, glaube ich, dreiviertel Stunden Dialog den Autoschlüssel abgenommen, dass sie nicht heimfährt. Und weil ich mir nicht sicher war, kommt die wirklich gesund zu Hause an. Und wir haben es geschafft, quasi diese Emotionen, die in dieser durchaus sehr spannenden Familienkonstellation zutage kamen, einfach die rauszuarbeiten, weil das hätte mit Sicherheit kolossal geknallt. Da gibt es verschiedenste Dinge, die da so passiert sind. Sei es die Familiensituation, wo Schwiegermutter und Schwiegertochter seit 10 Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Und bevor der eigentliche Prozess gelöst werden konnte, muss, damit Vater an Sohn übergeben kann, war zu klären, dass die beiden wieder miteinander reden. Oder wenn man, wie mein allererstes Projekt, was ich begonnen hatte, an einem großen runden Tisch saß, die Vater, Mutter, Tochter, derjenige, der mich mit reingebracht hat, wir haben ein bisschen erzählt, ich habe so berichtet, was ich bisher so gemacht habe, und dann setzt sich der Übergeber gerade hin, guckt mich an und sagt, so, wir sind der gleiche Jahrgang, wir sind nur 14 Tage auseinander. Ich traue dir das zu, dass du das packst. Das war sehr emotional, weil das war einfach schlagartig ein Beziehungskontakt, den man sich sonst schwer erarbeiten muss erstmal. Das Thema Vertrauen, Emotionalität, Leidenschaft ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, gerade bei diesen Übergaben. Damit ja, funktioniert. Weil dann in diesem Prozess ja auch das Zutrauen da ist. Und so ein Prozess, wenn man den, der länger läuft, weiß man, da gibt es auch eine Phase, wo man denkt, oh, wenn jetzt nicht schnell irgendetwas passiert, dann war es das. Und es gab auch so eine Situation nach einem Dreivierteljahr, wo wir angefangen haben zu arbeiten, wo auch Mitarbeiter noch mit einbezogen worden sind, und wir merkten, irgendwie stagniert es, irgendwie ist die Luft raus irgendwo, und man weiß bei Teamprozessen ja auch, da ist Begeisterung und dann gibt es ja ein Loch. Und mit kleinen Aktivitäten, wir wussten genau, es ist kurz vorm Knall, und im Januar kippte das Ganze um und auf einmal kriegte das eine irre Dynamik. Aber im Dezember war es nahe dran, dass Auftraggeber, also der eigentliche Übergeber, nahe dran war und sagt, naja, irgendwie geht es nicht voran. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den Peter gerade erzählt, ist diese Prozessdenke. Das heißt, wir müssen das nicht nur als einmaligen Workshop betrachten, sondern wirklich als eine kontinuierliche Begleitung über einen Zeitraum, der durchaus länger sein kann, je nachdem, wie die Konstellation ist, und dass jede Konstellation anders. Aber dass man bewusst sagt, wir bräuchten hier eine Prozessbegleitung, weil es kann eben diese Höhen, Tiefen geben und die Dynamiken, die natürlich auch gerade in Familienorganisationen teilweise aus uralten Themen heraus wiederkommen. Ja gut, da reißt du gerade etwas an, wo man auch noch differenzieren muss. Häufig ist der Auftrag, dass derjenige, der die Firma übernehmen will, fit gemacht wird. Und nicht ist immer sofort klar, dass auch der Senior eine Betreuung braucht für das Loslassen.
Oder auch, dass damit der Übernehmer auch richtig in Gang kommt, eine weitere Begleitung darüber hinaus. Das ergibt sich häufig dann erst, aber wenn die Bereitschaft dazu da ist, daraus wirklich einen kontinuierlichen Prozess zu machen, um die Firma in die Zukunft zu führen. Und das ist am Anfang nicht immer so eindeutig klar. Wie ist das Mandat, was man hat? Wenn wir jetzt nochmal von den Übergebenden und Übernehmenden zu den Mitarbeitern kommen, wann sollten denn diese am besten mit einbezogen werden? Gedanklich auf jeden Fall sehr, sehr früh. Wann man sie faktisch einbezieht, ist aus meiner Sicht immer wieder abhängig davon, wie klar die Szenarien sind. Also habe ich schon einen relativ klaren Plan, in welche Richtung das gehen soll. Und es gibt natürlich Situationen, da ist es vielleicht glasklar, dass die Junior-Generation schon immer ein Faible für die Firma hatte, das Thema studiert, eine Ausbildung hat, schon lange immer in der Firma mitgearbeitet hat. Dann ist es vielleicht für alle Mitarbeiter eigentlich glasklar, dass das Nachfolger wird. Bei firmenintern Übernahmen, also wenn ein Abteilungsleiter zum Beispiel die Firma übernehmen soll, dann ist natürlich auch zu gucken, wer hängt da wie mit dran, wer macht sich womöglich Hoffnungen, wer ist völlig überrascht, wer ist vielleicht auch stinksauer. Und das ist also auch da wieder hochindividuell. Ich drehe das mal rum. Wenn ich es nicht mache und klar ist, der Senior hat den 60. Geburtstag, er fällt auch mal tageweise aus, dann fangen die Mitarbeiter auch an, sich Gedanken zu machen. Okay, böse klingt das jetzt, wie lange macht das noch? Und zwar den Job. Und dann entsteht so eine Gemengelage, die mit Spekulation, mit Gerüchten kommt. Und dann gibt es vielleicht irgendeine Information, die keine sichere Basis hat. Und schon kriegt das eine Eigendynamik. Und deshalb kann ich nur immer empfehlen, die Ängste, die da sind, Mitarbeiter nicht sofort einzubeziehen, weil ja, ich will doch niemand in Gang setzen, ich will doch nicht irgendwo da irgendwo Hoffnungen machen. Ist klug abzuwägen, wann ist der richtige Zeitpunkt und dann eine richtig offene Transparenz. Und in der Weiterführung all dieser Prozesse, die dann sind, kann ich nur raten, immer eine kontinuierliche, sehr offene Transparenz zu leben. Weil in dem Moment, wo es in Gang gesetzt ist und ich beziehe diejenigen, für die ich mich entschlossen habe, sie einzubeziehen, nicht kontinuierlich ein, fängt das Ganze an, dann wieder zu stocken. Als abschließende Frage, was ist also Ihre Empfehlung? Wann sollte ich mich als Inhaber mit meiner Nachfolge befassen? Sofort. Also durchaus sofort ist schön formuliert. Also je früher, kann man fast sagen, desto besser. Es wird häufig viel zu spät angefangen, die Szenarien mal durchzudenken, das Ganze wirklich zu überlegen, wann muss ich da anfangen, ob das auch steuerliche, rechtliche Aspekte sind, aber natürlich auch, sowas will geplant sein. Auch natürlich die übernehmende Generation, wie alt sind die? Sind die schon im Berufsleben drin? Sind die gerade im Studium? Wie geht es mir auch gesundheitlich? Und auch sich im Klaren zu sein. Auch selbst bei bester Gesundheit, es können Schicksalsschläge kommen. Und wenn das nicht rechtzeitig vorbereitet ist, zumindest in die grobe Marschrichtung, kann das für das eigene Vermögen, für die Firma, aber auch für das ganze Lebenswerk eine Vollkatastrophe sein. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, dort habe ich die Frage auch gestellt bekommen. Und da waren wir uns ganz schnell einig, in dem Augenblick, wo ich ein Unternehmen gründe, sollte dieser Gedanke irgendwo schon eine Rolle spielen. Nicht, weil ich schon Handlungsbedarf habe, sondern ausschließlich, um einen Prozess hinzukriegen. Wer kommt überhaupt in Frage? Wie könnte man das gestalten? Zu welchem Zeitpunkt sollte ich anfangen? Und ich habe mehrere Projekte betreut. Da haben wir so einen 10-Jahres-Plan aufgestellt, der zunächst eine Phase hatte, wo man sich selber klarer wird, was mit dem Ganzen, wie das werden soll. Dann eine gemeinsame Phase mit den Übernehmenden. Und dann eine loslassende Phase. Und wie lang die Phasen sind, das hängt vom Gesamtprozess ab, von dem, wie ich mich fühle. Und vor allen Dingen, wir kommen zum Ausgangspunkt, dass ich sage, ich will mit 65 oder mit irgendeinem Jahr aufhören. Das ist das Ziel. Ob ich dann mit 63 aufhöre oder mit 67, ist völlig egal. Aber so ein Cut, worauf man hinarbeitet, der sollte wichtig sein. Und dafür braucht man dann auch einen Notfallkoffer, und ich sage mal, das ist der kleinste Notfallkoffer, den ich kenne, wo alle wichtigen Daten drin sind, die ein Unternehmer übergeben kann. Oder wenn etwas passiert, was man nicht voraussetzen kann, Unfall, Krankheit oder auch
das Ableben, dass man sofort die Daten hat, die man dringend braucht, um handlungsfähig zu sein. Je abhängiger die Firma vom aktuellen Eigentümer ist, also vom Kopf, von den Entscheidungsprozessen, vom Brain, umso wichtiger ist es, dass frühzeitig man sowas anfängt. Großer Handlungsbedarf, spannendes Thema, Leidenschaftsthema, aber auch mit Leidenschaft, die Leidenschaft. Insofern ganz, ganz dringendes Thema und wir freuen uns auf Fragen. Peter Krötenhardt aus Leipzig, Rainer Krumm aus Ravensburg, sehr viele Parallelitäten in den verschiedenen Regionen, aber ganz, ganz viele spannende Aspekte. Danke. Dankeschön.